Ja, herzlich willkommen im Wien-Museum zur nächsten Veranstaltung hier an diesem aufregenden Wochenende. Ich freue mich, eine der profiliertesten Schriftstellerinnen der österreichischen Gegenwartsliteratur hier im Wien-Museum begrüßen zu dürfen. Sie hatte großen Erfolg bei Kritik und Publikum in den letzten Jahren mit Romanen wie Spaltkopf, einem autobiografisch grundierten Roman über ihre eigene Lebensgeschichte, mit Büchern wie der Herznovelle, die Erdfresserin und Krötenliebe. Das Buch, das wir Ihnen jetzt vorstellen möchten, ist im Verlag Hansa erschienen. Es ist ein Jugendbuch, Fragezeichen, darüber können wir vielleicht nachher gleich reden. Ein Buch auf jeden Fall, das ein ganz, ganz brisantes Thema aufgreift. Dazwischen ich heißt es, und ich darf Sie bitten, mit mir zu begrüßen, Julia Rabinowitsch. Herzlich willkommen. Dankeschön. Sie werden sich vielleicht fragen, warum die Autorin eine große, dunkle, Hildegard-Knef-artige Sonnenbrille trägt. Das ist keinen diveisken Allüren geschuldet. Frau Rabinowitsch, vielleicht erzählen Sie uns selbst von dem Hoppala, das Ihnen vor kurzem passiert ist. Ich würde auch gleich um Nachsicht bitten, falls ich länger nach Worten ringe oder so etwas. Ich habe es gestern geschafft, in eine Glastür hineinzulaufen und meine Gehirnerschütterung zuzuziehen. Und ich werde von hier direkt wieder ins Spital fahren. Aber die Veranstaltung wollte ich auf gar keinen Fall mir entgehen lassen und hatte auch eine herbe Diskussion vor Ort, aber Sie haben mich ziehen lassen. Mit den ärztlichen Behandelnden hatten Sie eine Diskussion? Ja, aber er hat mich dann quasi mit dem Recht ausgestattet, wiederzukommen. Sie haben sich durchgesetzt, wie es, korrigieren Sie mich, eigentlich Ihre Art ist? Vermutlich, ja. Das ist auch der Grund, wir wollen Julia Rabinowitsch heute ein bisschen schonen, soweit das möglich ist. Das ist aber der Grund, warum links außen von Ihnen aus gesehen eine junge Kollegin von Julia Rabinowitsch Platz genommen hat. Sie wird stellvertretend für die Autorin ganz kurze Passagen aus dem neuen Roman Julia Rabinowitschs lesen. Begrüßen Sie mit einem herzlichen Applaus. Sie ist wirklich kurzfristig eingesprungen, Theodora Bauer. Herzlich willkommen. Frau Rabinowitsch, unabhängig davon, dass ich froh bin, dass Sie jetzt hier sind, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Wofür? Ich sehe das im Moment ein bisschen egozentrisch. Ich möchte mich, und Sie gestatten mir jetzt, dass ich kurz ein bisschen pathetisch werde, ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie mir dieses Buch geschenkt haben, das ich in den letzten beiden Tagen lesen durfte. Ihre Heldin ist ein Flüchtlingsmädchen aus einem nicht näher bezeichneten Land, das in einer österreichischen Asylwerberpension lebt, zusammen mit ihrer Familie. Und dieses Mädchen, es ist 14, 15 Jahre alt, hat mein Herz berührt, ohne dass der Roman sentimental an irgendeiner Stelle oder gar kitschig wäre. Vielleicht ist das ein bisschen eine verfängliche Frage, aber ist es Ihnen auch darum gegangen, mit diesem Buch das Herz Ihrer Leserinnen und Leser zu berühren? Sagen wir mal so, ich denke, dass man mit dem Thema gar nicht anders umgehen kann, als zu versuchen, die anderen zu erreichen. Allein deshalb schon, weil meine Erfahrung, als ich tatsächlich mit Jugendlichen wie Martina zusammentraf, überwältigend war, einerseits in positivem, andererseits aber auch durchaus in einem negativen Sinne, weil dieses Leid gebündelt durch ein Kind oder einen Jugendlichen noch viel schneller diese Abschottung überwindet, die man ja normalerweise aufbaut, um sich nicht komplett überrollen zu lassen. Und es schien mir wichtig, diesen Zahlen ein Gesicht zu geben. Den Zahlen, die man immer hört, genau, 37.500 genau, Obergrenze, genau. Wie viel nimmt welche Gemeinde auf. Genau, und auch was für mich ganz besonders wichtig war und weshalb ich dieses Buch auch an Jugendliche gerichtet habe und natürlich auch an Erwachsene. Also meine Hoffnung war immer, dass ich
beide erreiche. Also ich habe es auch von 13 bis 120 freigegeben. War das Gefühl für ein gegenseitiges Verständnis zu wecken. Einerseits um den Jugendlichen, die betroffen sind wie Martina, zu zeigen, du kannst hier einen Platz haben, du kannst dich hier weiterentwickeln. Es gibt die und die Problemstellung vielleicht, die dir nicht bewusst ist, oder es gibt Herausforderungen, wo du dir Hilfe holen kannst, aber es ist möglich, es ist drin, du kannst das machen. Das war die eine Seite und ich verstehe dich. Also besonders wichtig schien mir das, vor allem in Bezug auf Mädchen, die aus sehr patriarchal geprägten Strukturen kommen und die dadurch eine unglaubliche Grätsche vollführen müssen zwischen dem neuen Land und dem alten Land und gleichzeitig aber auch loyal bleiben wollen natürlich. Also es ist eine ganz, ganz große Problemstellung beziehungsweise ein Bedarf an Unterstützung, ein ganz spezifischer Bedarf. Andererseits war mir auch sehr wichtig, die Jugendlichen zu erreichen, die mit diesen Kindern beginnen, Kontakt zu haben, in Kontakt zu treten, damit sie einfach verstehen, was es bedeutet, Menschen im Krieg verloren zu haben, was das für Auswirkungen haben kann, wie sich die Wahrnehmung ändert und über welche Hürden diese Mädels und Jungs springen müssen, um überhaupt zu sagen, ich versuche hier anzukommen. Ihre Heldin Martina, ich habe es gesagt, ist 14, 15 Jahre alt und sie hat es wirklich schwer. Da ist die unfreundliche Chefin der Asylwerberpension, in der sie mit ihrer Familie lebt. Da sind übergriffige Mitschülerinnen, die sagen, mach dich nicht so wichtig mit deinen depperten Kriegsgeschichten, das interessiert keinen, du willst dich ja nur in den Vordergrund spielen. Da ist eine wichtige Figur der autoritäre, patriarchal geprägte Vater, der seine pubertierende Tochter unbedingt mit aller Macht erziehen will, zu einem anständigen Mädchen im Sinne der Herkunftskultur, das heißt, sehr streng gehalten, sehr kurz gehalten, Gespräche mit jungen Männern, unmöglich übernachten bei Freundinnen, ganz tabu. Und da sind vor allem, was Martina auch quält, die Erinnerungen an den Krieg zu Hause, wo sie Furchtbares mit angeschaut hat. Aber, Frau Rabinovic, es ist eben auch einiges in dieser Heldin, die Sie da zeichnen, was ihr Kraft gibt. Da gibt es nicht nur Dinge, die Sie belasten, Sie geben ja auch Unterstützer und Unterstützerinnen an die Seite. Wer ist das und wie wichtig ist sowas? Also ich würde sagen, dass es absolut unverzichtbar ist, jemanden, der sich in einer solchen Situation befindet, Unterstützung anzubieten, ihm Hilfe und eventuell einfach nur ein Aufmerksamkeit, eine freundliche Aufmerksamkeit, die die Menschen oft nicht gewohnt sind. Ich glaube nicht, dass Martina mit ihrer gesamten Kraft, und ich finde, sie ist ein sehr tapferes und ein sehr mutiges Mädchen, ein starkes Mädchen, eine starke Persönlichkeit, die sich aber erst nach und nach entwickelt. Also diese Geschichte ist für mich auch eine klassische Entwicklungsgeschichte, weg von der Kindsposition hin zum Erwachsenen. Und natürlich gelingt das, wenn man Freunde hat, besser als wenn man keine hat. Ich würde sogar sagen, das Allerwichtigste in ihrem Leben, das, was sie stützt, ist ihre Freundschaft zu Laura. Genau, ihre innige Freundschaft zu Laura. Und dann noch, nachdem der Vater polizeilich auffällig wird, die Therapeutin, die sie dabei unterstützt, mit der Situation dann wieder klarzukommen. Ohne diese zwei Figuren, würde ich sagen, würde dieses Buch definitiv in einer Tragödie enden. Mhm. Und so ist es zwar so, dass es am Ende um Leben und Tod geht wieder, definitiv, aber dass noch nicht alles verloren ist. Mhm. Sie sind selbst ein Flüchtlingskind gewesen, Frau Rabinovic. Sie sind 1977 als kleines Mädchen mit ihrer Familie aus der Sowjetunion nach Österreich emigriert und sie, auch ganz wichtig glaube ich, sie haben viele Jahre lang als Dolmetscherin im Asylwesen gearbeitet, auch in psychotherapeutischen Zusammenhängen, also sie haben da viele, viele Schicksale mitbekommen, sicher auch emotional belastende Schicksale. Konnten sie und haben sie eigene Erfahrungen, sowohl
autobiografischer Natur als auch Erfahrungen, die Sie als Dolmetscherin gesammelt haben. Konnten Sie das für diesen Roman verwenden? Weil es liest sich wirklich sehr, 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 sehr realistisch. Es ist natürlich so, dass ich für alle meine Arbeiten ein starkes Gefühl in mir haben muss, das das Buch auslöst. Oder in Ihnen schon. In mir, ja. Also ich muss, wenn ich eine Geschichte entwerfe, eine Art Erdbeben dazu wahrnehmen. Und wenn das nur schwach ist, dann verwerfe ich die Idee wieder, weil ich weiß, dass dieses Buch nicht die Stärke haben wird, diese Geschichte nicht die Kraft hat, dies alles bis zum recht intensiven Ergebnis durchtragen würde. Patricia Highsmith, wenn ich das kurz einwerfen darf, hat in einem Interview gesagt, bevor sie sich zu einem Buch hinsetzt, fühlt sie erst mal, wie die Energie ist. Und sie beginnt überhaupt nur zu schreiben, ohne dass sie vielleicht den Plot überhaupt schon im Kopf hat oder so, wenn ein Stoff oder ein Sujet oder eine Figur Energie in ihr freisetzt, dann überhaupt lohnt es sich anzufangen. Ist bei Ihnen auch so? Ja, eindeutig. Aber es muss keine Person sein, es kann auch eine Gegebenheit sein, ein Ort, aber es muss ein sehr, sehr starkes Gefühl sein. Also nicht nur ein Bild, das intensiv ist, sondern auch eine starke Empfindung, die sogar noch ein Nachbeben auslöst. Und als dieses Buch hat an sich als Vorgänger ein Theaterstück gehabt für Erwachsene. Das hatte vor 2 Jahren Premiere im Landestheater Niederösterreich. So. St. Pölten. Ja, genau. Und die Regie führte damals Markus Schleinzer und ich war ihm unglaublich dankbar für seine Umsetzung, denn die hat im Endeffekt mein allzu weit ausgeladenes Stück, weil es war mein erstes, sehr gestrafft. Und in seiner Straffung habe ich das als besser empfunden als in der Originalversion. Und da kam auch Martina vor am Rande. Sie war überhaupt keine wichtige Person. Sie war an sich mehr eine emotionale Erpressungsmöglichkeit, die ich auf der Bühne verwendet habe für den Vater, damit ihm seine Entscheidung noch absurder, noch schwerer fällt, denn die Hauptperson war der Vater. Und als ich die junge Schauspielerin sah, die sie gespielt hat, die unglaublich gut war und deren Namen ich jetzt leider nicht weiß, was mir sehr, sehr peinlich ist. Man kann das zu Hause googeln. Ja, es ist nicht nett, dass ich es nicht mehr weiß. Sie war wirklich großartig und ich sah sie dort performen und da war mir klar, dass Martina eine eigene Story braucht und eine eigene Stimme, einen eigenen Raum. Und ein halbes Jahr später habe ich damals mit Michael Krüger darüber geredet. Und der Chef des Hansa Verlags. Genau, und dann hat es noch einmal ein halbes Jahr gedauert und er hat gebeten, dass ich ihm die ersten 25 Seiten schicke. Ich hatte genau 4 und habe gemeint, ich schaffe es jetzt nicht so schnell und habe ihm diese 4 geschickt und er hat daraufhin das Buch angenommen, wofür ich ihm bis heute dankbar bin. Es ist auch ein sehr schönes Buch geworden, grafisch finde ich und von der Aufmachung her ein Jugendbuch, das aber, mir ist das, ich weiß, wovon ich spreche, ein Jugendbuch, das aber wirklich auch Menschen zwischen 20 und 90 zu fesseln vermag. Ich darf jetzt Theodora Bauer bitten, damit Sie ein bisschen auch hören, wovon wir da sprechen, mit Ihrer Lesung aus Dazwischen Ich zu beginnen. Sie lesen 2 kurze Kapitel, es wird ungefähr Viertelstunde, 20 Minuten dauern. Wir unterhalten uns dann weiter, Frau Rabinowitsch, und Sie dürfen sich ein bisschen ausrasten. Es ist Ihnen ja, glaube ich, ganz recht, dass Sie nicht selber lesen müssen. Selber lesen. In dem Moment, wo ich hinunterschaue, dreht es mich ganz fürchterlich. Das ist ein Grund, da geht das der Gehirnerschütterungsgrund. Sie haben mir aber vorher gesagt, es gibt eigentlich noch einen anderen. Aber das hat mich bis jetzt noch nicht abgehalten, das tatsächlich zu tun. Aber vielleicht sage ich es noch ganz kurz. Ich habe bis jetzt noch kein Buch geschrieben, wo ich selber dauernd heulen musste, während ich es gelesen habe. Das ist außerordentlich peinlich und erweckt den Eindruck, als wäre ich selber furchtbar gerührt von meinem Können. Aber das ist nicht der Grund. Der Grund ist eher der, dass ich, während ich als Dolmetschender tätig war, sehr viel wirkliches Leid transportiert habe und gehört und gesehen habe, aber mich nie dazu äußern durfte, gar kein Gefühl spiegeln durfte bis sollte, damit die Therapiesituation nicht in irgendeiner Art und Weise korrumpiert wird durch meine Emotionalität, die dort wirklich nichts verloren hat. Und ich hatte einfach das Gefühl, wenn ich aus diesem Buch lese, dann kommen alle diese Erinnerungen plötzlich hoch, was zu einer Plärrerei führt, aber ich hoffe, dass ich das demnächst abtrainiert haben werde, weil spätestens bei der Buchmesse wäre es wirklich unangemessen. Gut, Theodora Bauer, bitte.
Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann, obwohl der Anlass natürlich alles andere als ein erfreulicher ist. Und genau, ich habe auch eigentlich nur die zwei Stellen gelesen von dem Buch, aber ich bin mindestens so neugierig, wie Sie jetzt gleich sein werden, wie es weitergeht, weil das ist wirklich wunderbar. Ich hoffe, Sie merken, wie sehr mir das gefällt während der Lesung. Wo ich herkomme, das ist egal. Es könnte überall sein. Es gibt viele Menschen, die in vielen Ländern das erleben, was ich erlebt habe. Ich komme von überall. Ich komme von nirgendwo. Hinter den 7 Bergen und noch viel weiter. Dort, wo Ali Babas Räuber nicht hätten leben wollen. Jetzt nicht mehr. Zu gefährlich. Ich habe langes Haar bis zur Hüfte. Ich habe früher viel gelacht. Ich habe einen kleinen Bruder und keine Angst vor wilden Hunden. Und ich habe schon Menschen sterben sehen. So. Wer das weiß, weiß mehr von mir als die meisten hier. Ich fange einfach damit an, was ich mag. Was ich nicht mag, kann ich immer noch später erzählen. Also was ich mag es, wenn ich Laura umarme und sie vertraut riecht. Ich mag es, wenn ich Dinge schaffe, die ich mir vorgenommen habe. Und wenn mir jemand blöd kommt, dass ich dem übers Maul fahren kann, weil ich die Sprache endlich beherrsche. Wer dann nämlich schweigt, hat schon verloren. So schnell geht das. Ich mag es, wenn die Sonne scheint. Der Himmel ist dann von einem strahlenden Blau und wenn man die Geräusche der Autobahn wegdenkt, kann man die Vögel singen hören. Neben unserem Haus steht ein Baum. Ein großer Baum mit verzweigten Ästen, in dem schlafen sie. Ich stelle mir vor, dass sie in den Astlöchern Nester gebaut haben. Solche Nester können nicht so leicht bei Sturm herunterfallen. Das mag ich lieber. Diese Vorstellung, dass die Vögel auch bei heftigem Wind sicher sind. Außerdem regnet es da auch nicht rein, jedenfalls nicht sehr. Eigentlich ist es gut, dass der Baum nicht direkt vor meinem Fenster steht. Ich würde zu viel Zeit damit verbringen, den Vögeln zuzusehen oder sie zu füttern. Ich habe die Brötchen vom Frühstück oft in Servietten eingewickelt und heimlich mitgenommen, damit ich die hellen Krümel später auf unser Fensterbrett legen kann. Man darf kein Essen aufs Zimmer mitnehmen. Mama hält sich eisern daran. Ich finde das blöd. Die Köchin hält sich auch nicht an die Vorschriften. Sie räumt schon ab, während wir noch essen. Deswegen schlingen wir alle so. Manchmal kann ich kaum etwas essen, manchmal habe ich abends einfach keinen Hunger. Wer hat schon täglich zur gleichen Zeit Hunger? Ich nicht. Nachholen darf man sich auch nichts. Am besten, man häuft sich gleich so viel auf den Teller, wie man kann. Manchmal schimpft sie, dann muss ich Brot oder Wurst oder Käse zurückgeben. Sogar die, die ich schon angefasst habe. So viel isst du gar nicht, sagte sie dann. Und Wurst isst du ganz bestimmt nicht, das weiß ich doch. Ich sage dann nichts. Natürlich kann ich nicht so viel essen. Ich will trotzdem selbst entscheiden, was ich esse und wer mitessen darf. Die Vögel dürfen zum Beispiel immer mitessen. Und die Wurst gebe ich der Katze im Hof. Bevor ich in die Schule gehe oder am Abend vor dem Schlafengehen. Ich habe der Köchin oft zugesehen, wie sie mit präzisen, geschickten Handgriffen unser Brot einpackt, unsere Wurst, unseren Käse, in eine Plastiktüte vom Supermarkt hinein und dann in ihre große Plastiktasche, mit der sie immer kommt. Die Tasche ist manchmal so schwer, dass sie, wenn sie von der Pension mit dem Fahrrad und der Tasche am Lenkrad wegfährt, auf der schmalen Landstraße hin und her schlenkert. Rami ist so dumm, der hat ihr auch noch seinen kleinen bunten Rucksack angeboten. Papa hat gelacht. Rami ist überhaupt ein Schleimer, wenn man ihn lässt. Seitdem mag ihn die Köchin natürlich. Sogar Kaugummi hat sie ihm schon mal zugesteckt, weil er so artig schauen kann mit seinen Kulleraugen, auf die die Mama auch so leicht hereinfällt. Überhaupt jeder. Kleine Brüder sind die Pest in Menschengestalt. Pest mit Locken. Die beklaut uns, habe ich ihm gesagt. Und du willst ihr auch noch dabei helfen? Aber die ist doch lieb, hat er gesagt. Und ich habe dann natürlich Blödmann gesagt. Und er hat gelacht. Alle findet er lieb. Alle. Den Grobian aus dem 2. Stock auch, der ihm schon Kopfnüsse verpasst hat und mir öfters das Bein stellt in der Früh, wenn ich die Treppe hinunterrenne, um den Schulbus noch zu erwischen.
Nein, ich stehe immer rechtzeitig auf. Im Sommer machen die Vögel einen solchen Radau, dass ich schon um 5 wach bin. Aber bis das Bad frei ist, kann es bis zu einer Stunde dauern. Und bis meine Tante draußen ist, sogar noch länger. Stunden bleibt sie drin. Stunden. Bis Papa brüllt. Ich bin schon ein paar Mal einfach ungeduscht in die Schule gegangen und habe mich dann den ganzen Tag geniert, vor allem, weil die Mona laut "die stinkt" gesagt hat, als ich an ihr vorbeigegangen bin. Aber vielleicht hat sie das auch nur so gesagt. Sie sagt es ja fast täglich zu mir. Glück gehabt. Es haben nicht alle drüber gelacht. Und Laura sowieso nicht. Wir haben jetzt ein Seifenversteck im Klo gemacht, damit das nie wieder passiert. In der dritten Kabine vom Mädchenklo ist eine Kachel in der Wand locker. Dahinter hat sie eine kleine, in rosa Papier verpackte Seifenkugel versteckt. Und ich schleiche in der ersten Stunde auf die Toilette und wasche mich mit dieser kleinen Seife, die so toll nach Rosen duftet, als würde ich in einer Wanne voller Blumen baden. Rosen haben wir früher viele gehabt in unserem Garten. Und eine Katze hatte ich damals auch. Und auf dem Heimweg kam ich an einer Ziegenherde vorbei. Ziegen mag ich. Manche Bauern hier haben auch Ziegen, so wie meine Oma. Habe zu Hause niemandem was davon gesagt. Also nicht von den Ziegen, sondern von den blöden Sprüchen der blöden Mona. Auch nicht vom Nichtwaschen, noch von der Rosenseife im Versteck auf dem Mädchenklo, damit Papa sich nicht schon wieder wegen der besetzten Dusche aufregt und Mama ihn beruhigen und ihre Schwester Amina verteidigen muss. Und dann kriegt sie Krach mit Amina, weil meine Tante überhaupt gerne streitet. Mit jedem, aber immer noch am liebsten mit Mama, weil die immer so freundlich bleibt oder gleich weint. Und dann hat die Tante gewonnen. Ich gehe ihr aus dem Weg, wenn ich kann. Wenn ich Laura nicht hätte, wäre es wirklich schlimm. Aber Glück gehabt. Ich habe sie. Ich habe überhaupt viel Glück gehabt, finde ich. Irgendwann erzähle ich vielleicht noch einmal von denen, die weniger Glück gehabt haben. Aber das möchte ich noch nicht. Einige hier sind auf Mama böse, weil sie sich oft mit ihnen wegen meiner Tante, die stundenlang das Bad blockiert, in die Haare kriegt. Frau Lehmer, sagen sie zuerst vorwurfsvoll, so geht es nicht. Mama beruhigt und hält Vorträge, bittet um Nachsicht und geht damit allen, die kaum noch Nerven haben, und das sind hier recht viele, auf die wenigen verbliebenen Nerven. Wenn Amina das Bad endlich verlässt, gibt es meistens schon Streit auf dem Gang, mit mehreren Personen. Amina geht an ihnen vorbei, ohne zu grüßen, und die Haut an ihren Händen, Unterarmen, am Halsansatz glüht dunkelrot, weil sie sich so fest geschrubbt hat. Manchmal denke ich, sie zieht die Haut irgendwann in Fetzen ab. Sie bedankt sich nie bei Mama. Und Mama sieht sie so traurig an, dass ich sie am liebsten trösten würde. Keiner sagt dann mehr etwas. Alle tun so, als ob es ganz normal wäre, wenn sich jemand die Haut vom Körper reißen will. Ich sage dann auch nichts, weil ich nicht weiß, was ich sonst tun soll. Ich war heute mit Papa wandern. Auf ein ernstes Gespräch. Dachte schon, es wird furchtbar langweilig. Aber nein, manchmal täuscht man sich. Haben uns Butterbrote bestrichen und sie eingepackt. Noch Wasserflaschen in den Rucksack und los. Quer durch den Wald, sind auf einen Berg gestiegen. Nach der Hälfte wollte ich nicht mehr, aber Papa hat darauf bestanden, dass wir weitergehen. Warte auf den Augenblick, wenn du wirklich müde bist, hat er gesagt. Dann machst du Halt und rastest. Aber vergiss niemals, dass das nicht der Punkt ist, an dem du umkehrst. Das ist nur der Punkt, an dem du Kraft schöpfst. Und erst dann beginnt der richtige Weg. Merkst du dir das? Wir saßen auf einem moosüberwucherten, umgefallenen Baumstamm. Meine Füße reichten nicht bis zum Boden, so dick war der. Eine Krähe schlug Alarm für die anderen über uns. Tannenwipfel und darüber Wolken, die schnell über unseren Köpfen dahinzogen. Der Wind war frisch, angenehm kühl. Kühl genug, um den Verstand zu schärfen und um aufmerksam zu sein, jeder Muskel bereit. Nicht so schläfrig, wie einen die Hitze macht, auch wenn man dann lieber draußen ist. Klar, habe ich gesagt. Dann sag mir, wenn du genug Kraft hast, und wir gehen weiter.
Müssen wir wirklich bis ganz rauf, maulte ich. Meine Schuhe drücken. Ich habe keine Lust mehr. Müssen wir, sagte er. Wir gingen weiter, füllten die leeren Wasserflaschen in einem Bach nach, der unseren Weg kreuzte. Ich will, dass du weißt, wie du Ziele erreichst, sagte er. Weiß ich doch schon. Nicht gut genug. Und er legte noch ein Tempo zu. Ich keuchte hinterher. Hatte eine solche Wut. Auf mich, weil ich schon so erledigt war, und auf ihn, weil er keine Rücksicht darauf nahm. Ich will zurück. Du wirst die Aussicht genießen, wenn wir oben sind. Komm. Und weiter ging es. Ich rutschte auf einem steilen Anstieg ab und schlug mir das Knie auf. Er wusch die Wunde sauber und wir gingen weiter. Müde? Fragte er nach einiger Zeit. Ich spüre meine Füße nicht mehr, sagte ich. Dann kannst du sie besser belasten. Und er drehte sich um, sah meinen Gesichtsausdruck, lächelte. Spar dir die Energie, die du mit Ärger vergeudest, für deine Schritte auf. Ich greife das Mikro nicht allzu viel an, weil sonst fällt das auseinander, das weiß ich schon. Und wir gingen und gingen. Der Schmerz trat in den Hintergrund. Man gewöhnt sich an Schmerz. Ich weiß noch, wie wir tagelang gegangen sind, nächtelang. Und jedes Mal, wenn einer von uns begann aufzugeben, hat Papa ruhig, aber bestimmt darauf bestanden, weiterzugehen. Rami hat er immer wieder getragen. Das Gepäck wollte ich irgendwann abstreifen, ging nicht, durfte nicht. Blasen in den Schuhen. Irgendwann gab es kein Pflaster mehr. Ich habe die Narben immer noch. Meine Jacke habe ich dann bei einer Rast im Wald vergessen. Wir konnten nicht mehr zurück. Ich bekam den Pullover vom Papa. Er hat gesagt, er friert nie. Ich habe ihm geglaubt, weil ich ihm glauben musste. Sonst hätte ich den Pullover nicht annehmen können. Hinter uns blieben Feuer und Schüsse. Je weiter wir kamen, desto ruhiger wurde es. Keiner gibt auf, hat Papa gesagt. Keiner bleibt zurück. Wir gehen gemeinsam, wir kommen gemeinsam an. Ich würde anders wandern, leichtfüßiger, geschickter, langsamer. Ich würde in meinen Märchenwald gehen, in den ich immer gehe, wenn es mir zu viel wird, wenn ich nicht mehr kann. Dann schließe ich die Augen und bin gleich dort. Ich würde die Landschaft bestaunen und den Himmel und die Konstellationen der Sterne über mir. Ich würde mich an diesen Sternen orientieren. Auf meinem Weg vor allem nachts wandern. Riesige, dicke Bäume wie auf den Bildern in meinen Kinderbüchern. Mein Wald ist so ein Wald, in dem es auch Feen geben könnte. Und Drachen und Greife und andere Fabelwesen. Ich habe früher gerne Märchen gelesen. Von Menschenfressern und Zauberern, von sprechenden Pferden und verwunschenen Mondfeldern. Von Mädchen, die verzauberte, schlafende Prinzen pflegen. 7 Jahre lang. Und dann, nach 7 Jahren, will er doch eine andere heiraten und nicht die, die die ganze Zeit bei ihm war. Hier gibt es ganz andere Märchen. Laura hat mir ihre Bücher geborgt, zum Deutsch üben. Es gibt hier Märchen von gläsernen Särgen und von Königsfröschen und von Mädchen, die in ihren roten Schuhen auf einem Stück Brot tanzen müssen bis in alle Ewigkeit. Und böse Wölfe. Wölfe habe ich einige gesehen. In den Wäldern, durch die wir auf unserer Reise hierher kamen, gab es Wölfe. Es haben auch nicht alle den Weg durch diese Wälder geschafft. Wenn man Feuer gemacht hat und viel Lärm, blieben die Wölfe im Waldfinstern zurück. Man sah nur ihre Augen leuchten, ganz viele. Ich habe mir dann ganz fest eingeredet, dass es nur Katzenaugen sind. Hier habe ich noch nie Wölfe in den Wäldern gesehen, nicht einmal große Hunde. Nach den Wäldern sind wir in einer großen Menge durch den Regen gegangen, manchmal auf Feldwegen. Vor uns sind welche zusammengebrochen. Manche wurden dann in Betttüchern mitgeschleppt. Andere blieben liegen. Papa konnte niemanden tragen außer Rami. Er hat es versucht. Aber er hatte einfach keine Kraft mehr. Manchmal fährt er jetzt aus dem Schlaf hoch und brüllt, dass er noch jemanden tragen kann. Er will es jedenfalls versuchen, schreit er dann. Dann streichelt Mama über sein Gesicht und sagt, "Psst, alles vorbei, alles vorbei." Aber es dauert dann mehrere Minuten, bis er aufhört zu schreien. Wir kreuzten Grenzen mit Stacheldraht.
Wir bogen ihn hoch und krochen so schnell es ging darunter durch. Einmal bin ich hängen geblieben und kratzte mir den Rücken auf. Papa hatte noch Desinfektionsmittel. Das war gut. Bei anderen haben sich diese Wunden entzündet. Manchmal waren da Soldaten. Manche waren freundlich und gaben uns zu essen und zu trinken. Andere jagten uns. Dann liefen die Menschen wie Schafe auseinander, Geschrei und Chaos überall. Verlier mich nicht aus den Augen, hat Mama dann gerufen. Bleib dicht an mir dran, halt dich fest an mir. Oben bin ich schon so in Gedanken gewesen, dass ich gar nicht merkte, wie der Gipfel vor uns auftauchte. Die Wolken rissen auf, eine fahle Sonne wurde sichtbar. Die Windböen waren stärker geworden. Ich setzte meine Kapuze auf, drehte mich um. Unter uns vom Wind geschüttelte Bäume. Wir standen auf einer Wiese. Das Gras wellte sich, als ob es ein grünes Meer wäre. Muster bildeten sich und fielen wieder auseinander. Am Scheitelpunkt der Wiese stand ein großes eisernes Kreuz. Ich habe es wieder geschafft. Papa sei Dank. Er beweist es immer und immer wieder, dass ich es schaffe, wenn ich etwas wirklich will. Das ist eigentlich schön zu wissen. Nur ich vergesse das immer. Wir sind da, hat Papa gesagt, mir einen Arm um die Schultern gelegt und mich an sich gezogen. Und ich ließ es geschehen und drückte meine Wange in seinen kratzigen Pullover. Ich mag diesen Papageruch. Er ist immer gleich. So war er, als ich ganz klein war. So ist er immer noch. Nur die Tabaknote fehlt, weil Papa nicht mehr raucht, worüber Mama sehr glücklich ist. Wir standen auf dem höchsten Punkt des Berges. Nur wir zwei. Wir konnten bis ins Tal sehen. Die Straße im Dorf, die sich zwischen den gelben und grünen Feldern durchschlängelt. Der Badeteich. Das graue Dach des Supermarktes. Auf der anderen Seite erhob sich ein höherer Berg als unserer. Seine Spitze war nackt und bloß. Kein Grün, sondern massives Gestein. Über seinem Gipfel ballten und türmten sich dunkle Wolken zu einem Ungeheuer, das sich über den Himmel zog. In seinen Eingeweiden rumorte es. Ein blaugrauer Drache, dessen Bauch ab und zu aufglühte. Man konnte noch keinen Donner hören. Vogelschreie und Rauschen des Windes in den Ästen. Hab keine Angst, sagte Papa. Das zieht vorüber. Vielen Dank, Theodora Bauer. Sie dürfen gern klatschen. Ja, Julia Rabinowitsch, es scheint mir ein sehr widersprüchliches Verhältnis zu sein, das Ihre jugendliche Protagonistin zu ihrem Vater hat. Das ist sehr schön herausgekommen jetzt in diesem letzten Kapitel. Einerseits liebt sie ihn mit der ganzen Kraft ihres jugendlichen Herzens. Einerseits hat er seine väterliche Verantwortung wahrgenommen. Er hat die Familie sozusagen in Sicherheit gebracht auf einer mehr als strapaziösen Flucht. Also er ist einerseits ein guter Vater, auch in unserem Sinn. Andererseits ist er für ihre Heldin auch der Feind. Das aber passiert erst langsam, das passiert schleichend. Je mehr sie sich entfernt, desto feindlicher erlebt sie ihn, aber auch desto fremder und gefährlicher erscheint sie ihm. Also diese Beziehung, die am Anfang sehr, sehr innig ist, driftet, je mehr sie Eigenwillen zeigt, auf den er sie eigentlich hin erzogen hat. Das ist nämlich das Paradoxon daran. Er hat ihr eigentlich sehr viel mehr Selbstvertrauen gegeben, als viele Väter es bei ihren Töchtern machen würden. Und dann, als sie diese Fähigkeiten benutzt, entsteht ein unglaublicher Konflikt zwischen ihnen. Das Mädchen, um das kurz zu erklären, möchte gerne, wie das halt so ist, wenn man in die, weiß ich nicht, vierte Klasse, neue Mittelschule geht, sie möchte gern genauso leben wie ihre Freundinnen. Sie möchte gern bei ihrer Freundin Laura manchmal übernachten. Sie möchte, weiß ich jetzt nicht, vielleicht manchmal sogar schon Cola rumtrinken oder Alkohol noch nicht. Da ist sie, sehr traditionell. Aber sie möchte einfach ein ganz normales mitteleuropäisches Backfisch-Teenager-Leben leben. Und für den Vater ist natürlich hier schon
eine Grenze überschritten. Also in einem Haus übernachten, wo auch ein Bruder wohnt, das ist völlig indiskutabel. Und natürlich krachen dann die verschiedenen Wertvorstellungen mit aller Vehemenz aufeinander. Und gleichzeitig ist es auch so, dass dieser Vater bis zum Schluss, bis zum wirklich bitteren Schluss auch versucht, weiterhin Verantwortung auszuüben in einer Art, die ihm quasi notwendig erscheint, die aber im Endeffekt in eine relative Katastrophe führen wird, aus Loyalität heraus und aus traditionellem Verständnis von seinen Pflichten heraus. Wir wollen ja nicht zu viel verraten, wir wollen jetzt nicht schon den ganzen Roman hier Ihnen erzählen, aber sozusagen der Konflikt spitzt sich immer mehr zu, wobei er ja noch, finde ich, kompliziert wird durch das Faktum, dass Martina ihren Eltern ja eigentlich im traditionellen Machtgefälle überlegen ist. Sie ist die Einzige in der Familie, die Deutsch spricht. Der Vater hat keine Ahnung, die Mutter auch nicht. Sie muss bei Behörden, bestimmten bürokratischen Stellen gegenüber dolmetschen, übersetzen. Sie muss eigentlich die Verantwortung in gewisser Weise übernehmen in dieser Familie und muss sich aber gleichzeitig vom Vater, dem sie eigentlich überlegen ist, sagen lassen, Vorschriften was sie darf oder was nicht. Na, noch schlimmer eigentlich als das, was diese Beziehung endgültig zum Kippen bringt, ist ja die Tatsache, dass ihr Bruder die Verantwortung für sie bekommt, der ungefähr sechs Jahre alt ist. Ja? Der muss immer nachdackeln und ihr dann Vorschriften machen, mit wem sie reden darf und nicht. Und er ist auch völlig überfordert davon und auch sehr fertig und sie gehorcht ihm nicht, aber aus Zuneigung zu ihm geht sie manchmal dort, wo er sie dann ruft, ins Zimmer zurück, damit er keinen Ärger bekommt, dass es nicht geschafft hat, sie zurückzubringen zum Beispiel. Aber natürlich ist das eine ganz fürchterliche Situation für beide Kinder. Und was ich noch zu diesem Dolmetschen dazu sagen möchte, ist natürlich, dass ein Kind, das Behördenwege für die Erwachsenen erledigt, in eine unglaublich undankbare Rolle gerät. Weil das Kind muss funktionieren, es darf nicht versagen. Von seiner Kommunikation hängt ab, was weiter mit der Familie passiert. Und gleichzeitig fühlen sich die Eltern natürlich in ihrer Position stark angegriffen und lassen das am Kind auch aus, wenn sie nicht sehr reflektiert sind diesbezüglich. Und das ist wiederum ein Drama, das sich tagtäglich und in Wien und auch am Land mannigfaltig abspielt, ohne dass man das so groß mitbekommen würde. Das war für mich mit einer der Gründe, das Buch zu schreiben. Und was nochmal sozusagen erschwerend dazukommt, ist, dass sich ja das Ganze auf engstem Raum abspielt, in einer trostlosen Flüchtlingspension. Weiß ich nicht, mir schwebt so ein Zwei-Sternhaus vor, irgendwo in der niederösterreichischen Provinz, wo man eigentlich nicht weg kann und wo alle auf engstem Raum ununterbrochen zusammenhocken und auf den Asylbescheid warten, den nicht kommenden Asylbescheid, der ja sozusagen als kafkasche Drohung ununterbrochen über der Familie schwebt, nämlich der Nicht-Asylbescheid. Ja, wobei gleichzeitig, aus meiner Erfahrung, freuen sich die Klienten unglaublich darüber, wenn sie diesen Bescheid bekommen. Und gleichzeitig löst das tatsächlich wieder eine kleine Krise aus, trotz aller Freude, weil sie innerhalb von kürzester Zeit selbstständig werden müssen. Sie müssen die Pension verlassen, sie müssen sich auf wieder neue Systeme einlassen, das für Menschen, vor allem für solche, die traumatisiert sind, nicht ganz einfach ist, weil sie sich gerne in gewohnten Abläufen quasi stabilisieren. Auch wenn die Abläufe absolut unerfreulich gewesen sind, sie sind das, was mittlerweile gewohnt ist. Und das ist auch immer erschreckend, dieses Gewohnte zu verlassen. Wobei ich im Buch, ist mir sehr wichtig, obwohl dann verrate ich vielleicht zu viel. Tun Sie es nicht. Okay. Wir haben es gesagt, Frau Rabinowitsch, Sie selbst sind auch ein Flüchtlingskind. Sie sind mit 7 nach Österreich gekommen, aus der Breschnjewschen Sowjetunion in das damals noch demokratisch blühende Österreich, Bruno Kreiskys. Wie war das für Sie als 7-jähriges Mädel? War es ein Kulturschock oder war es eine große Befreiung? Oder beides? Befreiung kann man nicht sagen, weil mir ja nicht klar war, dass wir unterdrückt waren. Mit 7 kriegt man das nicht mit. Das haben Sie nicht gewusst? Nein. Mhm. Es ist natürlich so, dass man Dinge spürt.
zwischen, ich würde sagen, 2,5 und 7. Man spürt Dinge, man spürt, dass irgendwas irgendwie nicht lässig ist, aber man kann es nicht wirklich festmachen. Mhm. Und man weiß, dass die Eltern oft Angst haben, aber man weiß nicht davor, wovor. Ich kann da eine Anekdote erzählen, die vielleicht nicht 100% dazu passt, aber doch sehr gut zeigt. Ich habe bemerkt, dass Menschen vor Uniformierten größten Respekt hatten als Kind, um nicht zu sagen sogar teilweise Furcht. Und ich habe dann unbedingt herausfinden wollen, was in den Polizeistationen passiert und in den Polizeiwegen. Und habe meine in Leningrad. Und meine Mutter hat erklärt, na, das soll mich jetzt bitte nicht näher interessieren, weil da kommen nur die bösen Leute hin. Woraufhin ich mich von ihr losriss, mitten in den Verkehr lief auf die Straße, wo gerade ein Polizeiauto vorbeifuhr und schrie, ich bin böse, nehmt mich mit, um drauf zu kommen, was dort abgeht. Aber mir war jedenfalls klar, dass irgendwas abgeht. Und die Ankunft hier war in erster Linie eine Epiphanie in Bezug auf Kaugummiautomaten. Also die haben mich überzeugt sofort. Aber Kinder sind leicht bestechlich, muss man sagen. Absolut. Und das nächste war die Barbie-Puppe. Also dann war der Westen schon wirklich sehr lässig. Aber die habe ich nicht gekriegt, die habe ich mir nur angeschaut. Und das Gefühl aber, dass man alles verloren hat, das kriegt man auch als Kind. Man hat zwar als Kind das Gefühl, man hat doch alles gewonnen, weil es kommt viel mehr und viel schneller auf einen zu, als auf die Erwachsenen. Also man verlässt eine Welt, man verliert eine Welt und man bekommt eine neue, mit der man nicht ganz durchblickt, aber die doch groß ist. Die Welt, die die Erwachsenen bekommen, ist viel kleiner. Die neue Welt. Die neue Welt. Auf eine Art ist sie die Freiheit, die sie wollten. Auf eine andere Art haben sie keine Freunde, sie haben keine Bekannten, sie haben noch keine normalen Abläufe in dieser Welt. Das heißt, sie ist sehr groß und fremd und die, die sie selbst haben, ist noch sehr klein. Was waren denn die Gründe, warum Ihre Eltern sich entschieden haben, mit Ihnen und einer Oma von Ihnen die Sowjetunion zu verlassen? Ihr Vater war Künstler, war Meine Mutter Maler, auch. Ihre Mutter war auch Künstlerin. Ja. Warum ist man weg? Hat es auch dann, politische Gründe gegeben oder war das die Sehnsucht einfach nach auch künstlerischer Freiheit? Beides. Also es war so, dass wir sicherlich nicht an erster Stelle unter den bedrohten Dissidenten gestanden sind, ganz eindeutig nicht. Aber mein Vater hat sich der Gruppe, die Nonkonformisten, angeschlossen, gleich nachdem er eigentlich längere Zeit sich intensiv der Malerei zugewendet hat. Die wurde relativ schnell verboten und manche haben Ärger gekriegt, andere nicht. Aber es war nicht sehr günstig. Er hat Angst gehabt, dass ihm was passieren könnte. Sein Aktmodell hat sich als Spitzel enttarnt, weil sie sich in ihn verliebt hat. Das hat natürlich großartigen Stoff für meinen ersten Roman hergegeben alles. Aber noch wurde er nirgendwo vorgeladen, noch hat keiner ausgesprochen, sie kommen ins Gefängnis oder was auch immer. Er war auch nicht sehr politisch in seiner Kunst, muss ich dazu sagen. Also es gab andere, die haben sich sicherlich viel mehr exponiert und viel mehr in Gefahr gebracht. Was meine Eltern sicherlich angestrebt haben, beziehungsweise sogar mehr mein Vater, weil ich glaube, dass meine Mutter und meine Oma zwar mitgegangen sind, aber die treibende Kraft an der Emigration war schon eher die Freiheit der Kunst. Das war unglaublich wichtig. Das war einer der wirklich wichtigen Gründe, das Land zu verlassen. Und natürlich auch die antisemitische Grundstimmung in der Sowjetunion, die ich eben nur sehr wabernd, aber doch auch schon abgekriegt hatte, bereits in der Schule. Und zwar relativ unangenehm, wie ich jetzt so im Nachhinein darüber, wenn ich darüber nachdenke, im Nachhinein war es eigentlich kein guter erster Schulbeginn, würde ich sagen. Darf ich da kurz sagen, wie muss man sich das vorstellen? Und der Name hat Sie verraten oder warum hat man das überhaupt? Ausschließlich nur der Name, weil Religion wurde ja keine ausgeübt, Traditionen wurden keine ausgelebt, das waren ja alle antireligiös, es gab keine Religionen mehr sozusagen, aber wenn man Grünberg geheißen hat, hatte man schon einen ziemlichen Schirm auf. Und wie war das in der ersten Klasse Volksschule? Meine Lehrerin war relativ heftig, ich kann mich an großes Unwillkommensein erinnern als Kind, das ich in Österreich in dieser Art nie abgekriegt habe, obwohl es auch hier Leute gab, die keine Ausländer wollten. Es war trotzdem nie in dieser Qualität, wie diese eine Frau mir die ersten paar Wochen
Schule vergiften konnte, sodass dieser Schulwiderstand sich sehr lang gehalten hat. Unter anderem hat meine Mutter mich einmal zu spät in die Schule gebracht, ich glaube um 10 Minuten, muss jetzt sehr aufpassen, weil sie sitzt im Raum und sie wird mich beinahe korrigieren, wenn ich was Falsches sage. Sie hatte Geburtstag, wir sind zu spät gekommen und diese eiserne Jungfrau, diese mit mehreren Medaillen dekorierte Parteivertreterin hat mich daraufhin in der ersten Klasse, ich glaube in den ersten paar Wochen, ich weiß jetzt nicht genau welche Woche, 3 bis 4 Stunden im Eck stehen lassen als Strafe dafür. Und ich durfte mich auch in der Pause nicht hinsetzen. Ich habe sie jede Pause gefragt und sie hat jede Pause genüsslich gesagt, nein, du bleibst stehen. Da war aber zu dem Zeitpunkt auch an die Schule gemeldet worden, dass wir auswandern werden. Das heißt, dann habe ich es doppelt abgekriegt als Volksverräterin und als Jüdin. Wie ist es denn Ihrer Familie dann geglückt und gelungen, hier in Wien Fuß zu fassen? Auch das stelle ich mir nicht ganz einfach vor. Gut, das war noch eine Zeit, in der Zuwanderer aus der kommunistischen Diktatur noch willkommen waren, weil sie ja auch sozusagen die eigene Systemüberlegenheit schlagend allen vor Augen geführt haben. Die Leute wollen hier zu uns, weil dort ist die schlimme Diktatur. Also es war noch ein wahrscheinlich ein bisschen freundlicheres Zuwandererklima als heute. Absolut. Wie hat Ihre Familie das dann gemacht, hier in Wien Fuß zu fassen? Das war ein wilder und glücklicher Zufall. Es war nicht geplant. Und an sich hätten wir entweder nach Israel oder nach Amerika weiterziehen sollen. Wäre Kreisky mit seinem Entschluss nicht vorhanden gewesen, dass die Auswanderer ihren Ortsniederlassung selber hätten wählen dürfen, und das ist erst vor kurzem, glaube ich, damals entschieden worden, wäre es sowieso nicht gegangen, dann hätten wir müssen, egal wie wir hätten hier bleiben wollen oder nicht. Aber es gab diese Bemühungen in die Richtung, und dazu kam noch, dass mein Vater ein begeisterter Europäer war und größte Angst davor hatte, Europa zu verlassen, das überhaupt nicht wollte. Das heißt, er hat wirklich viel Energie hineingesetzt, nach einem möglichen Ausweg und einem Weiterreisen zu suchen, und hatte eine Ausstellung mit meiner Mutter gemeinsam hier in der Nähe, in der Galerie Prisma, die es nicht mehr gibt, in der Nähe vom Karlsplatz war die, ich glaube bei der Albertina in der Nähe, wenn mich nicht alles täuscht. Und diese Ausstellung war sehr erfolgreich, er hatte sehr gute Kritiken, die Leute haben begonnen, sich für ihn zu interessieren, er hat Bilder verkauft. Meine Mutter hat auch Bilder verkauft, und das ließ sich an nach einem Anfang. Er hatte auch Angst, das zu verlieren natürlich. Und ich glaube auch, dass diese Ausstellung stark mitgespielt hat, dass es überhaupt möglich war. Wie war es sprachlich? Haben Sie Deutsch gekonnt? Haben Sie alle Kein Deutsch Mensch. Hier gelernt? Also meine Oma hatte eine deutsche Gouvernante, als sie klein war. Das heißt, sie hat Französisch als erste Fremdsprache gelernt und Deutsch als zweite Fremdsprache. Von Deutsch ist relativ wenig über die Jahre übrig geblieben, aber doch ein bisschen. Das heißt, als wir hier ankamen, konnte genau niemand Deutsch, bis auf meine Oma. Das war also eine andere Konstellation als in dem Buch, ganz im Gegenteil. Die Älteste sozusagen war dann am Anfang die Vermittlerin. Mein Vater war ein sehr schauspielerisch begabter Mann, der hat lauter Freunde gemacht, ohne einem Wort Deutsch. Ich weiß bis heute nicht wie, aber er hat einen Haufen Leute kennengelernt und sie sind teilweise bis jetzt unsere Freunde. Nein, Englisch oder Englisch? Nein, mit nichts, mit Händen mit und Füßen. Und Händen und Füßen. Ja. Mhm. Mit schauspielerischer Leistung, würde ich sagen. Und auch mit russischsprachigen oder also entweder Russen hier oder aber russischsprachigen Menschen natürlich umso leichter. Mhm. Also ein paar haben wir am Naschmarkt kennengelernt, das weiß ich zum Beispiel. Und wie war's? Wie war es für Sie in der Schule? Sie sind in die Schule gekommen und also haben da Russisch gesprochen. Also meine, ich habe dann gar nichts gesprochen, ich habe gebellt. Gebellt habe ich, ja. Weil ich beschlossen habe, ich kann nicht sprechen, also werde ich mich aufs Gebell zurückziehen. Das waren so die ersten 2, 3 Wochen, haben mir wahrscheinlich intensivere Beobachtung durch den Schulpsychologen eingebracht. Ja, da, ich würde Sie da in der Tradition des russischen Surrealismus einreihen oder Bulgakov, käme mir da in den Sinn. Ja, okay. Sehr schön. Und hat es dann Leute dort gegeben, die sich, wie auch ihre Heldin, das hier wiederführt, die sich dann ihrer angenommen haben? Natürlich. Ja. Also einiges an meiner Erfahrung ist natürlich in dem Buch drinnen, aber auch vieles von dem, was ich innerhalb der Betreuung kennengelernt habe. Und natürlich habe ich selbst mit
Kindern gearbeitet, vor allem auch mit dolmetschenden Kindern, die für ihre Mütter da waren jetzt oder Väter. Jetzt sind wir in der Gegenwart bei den Recherchen zum Buch. Ich meine jetzt bei den Recherchen zum Buch. Ich wusste auch, dass es einen Fall gab, der sich ähnlich anhörte wie der Fall im Buch. Der Vater, der eben diese Entscheidung getroffen hat, die alle in Gefahr gebracht hat und der das auch tatsächlich durchgezogen hat. Aber ich wusste nichts über diese Familie. Insofern ist das kein konkreter Fall, sondern nur diese Entscheidung ist vielleicht parallel. Und eine sehr autobiografische Sache ist allerdings hier drin, als Denkmal ganz bewusst gewählt, damit sie eine Art von mir ein Memorial bekommt. Meine Deutschlehrerin, die Frau King, die tatsächlich Frau King hieß, die relativ bald, nachdem ich aus der Schule war, auch gestorben ist, sehr früh, weil sie an Krebs erkrankt war, die mit einem Engländer verheiratet gewesen ist, äußerst strikt immer in Karo gewandt, also so wie sie im Buch auftaucht. Grausliche englische Kekse. Grausliche englische Kekse. Ich war allerdings nie bei ihr zu Hause, das ist jetzt weitergesponnen, aber sie hat sich extrem um mich gekümmert und auch um mein Deutsch. Also ich habe ihr sicherlich viel zu verdanken gehabt. Und kann man das sagen, Sie sind mit 7 nach Wien gekommen, ab wann jetzt auch mit Ihren Freundinnen und Mitschülerinnen und Mitschülern, ab wann haben Sie sich als Wienerin gefühlt? Als vor ungefähr 4 Jahren der Richard Lugner rausgeschmissen wurde, weil ich eingeladen war. Das müssten Sie kurz, Fernsehen oder? Nein, bei der Fashion Week Eröffnung. Okay. Er wollte dort Models jagen gehen, ich natürlich nicht. Das hat mich zum besseren Gast gemacht wahrscheinlich. Dann kann ich nur sagen, willkommen in Österreich. Danke sehr. Meine letzte Frage an Sie, Julia Rabinowitsch. Sie sind vor 30 Jahren mit Ihrer Familie nach Wien gekommen. Das waren die späten 70er Jahre. Man berichtet, wenn man an das Wien dieser Zeit denkt, von einer grauen Stadt, die noch halb Ostblock-Anmutung hat, halb heimatlich in den Straßen. Ich habe den Eindruck, bin auch vor knapp 30 Jahren nach Wien gekommen, aus der oberösterreichischen Provinz. Ich habe den Eindruck, dass sich Wien in den letzten 30 Jahren von einer gemütlichen Nachkriegsprovinzmetropole am Rande der westlichen Welt wieder in eine wirkliche moderne Großstadt gerade dabei ist zu verwandeln, mit allen guten und bereichernden Seiten, aber auch mit allen Problemen. Mir kommt Wien heute auch mit Problemen, aber wesentlich lebendiger vor als jemals überhaupt, seit ich mich erinnern kann. Wie haben Sie das erlebt? Wie hat sich dieses Wien in den 30 Jahren verändert? Ich muss dazu sagen, ich bin ja mit 7 aus Leningrad kommend in Wien eingeschlagen und kam Wien damals schon total funkelnd vor. Also funkelnd? Vollkommen. Ja. Wir sind, ich kann dieses funkelnde Gefühl auch sehr gut beschreiben, erklären meine ich, sehen Sie die Gehirnerschütterung, nämlich als wir am Abend spaziert sind, die Flüchtlingspension war in der Alserbachstraße und wir sind am Abend rausgegangen und haben uns die Stadt angesehen, also bis Ausgangssperre war. Und meine Eltern sind natürlich immer in die Museen gegangen, täglich, immer ins Kunsthistorische und ins Naturhistorische, weil sie Sorge hatten, sie werden weitergeleitet und sie schaffen es nicht rechtzeitig, sich dort alles anzuschauen, was sie natürlich nur aus Reproduktionsmaterial kannten und nur aus Büchern. Und es war eine ganz große, ich würde sagen, eine suchtartige Begeisterung da. Und sie haben mich immer mitgeschleppt, weil sie natürlich mich nicht alleine lassen wollten. Und dann musste ich wirklich Stunden täglich im Kunsthistorischen Museum verbringen. Also über den Bräugel kann Ihnen niemanden mehr Nein. was erzählen. Und ich habe mich dann nach einigen Wochen abgeseilt ins Naturhistorische, weil dort die Dinosaurier standen. Das hat mich dann etwas getröstet. Habe dort auch gemalt und die Aufsichtsmenschen haben mich schon gekannt. Wir haben eine innige Beziehung geführt, das war das Lustige daran, das war bevor ich in die Schule kam. Es hat ja einige Zeit gedauert, bis ich überhaupt in die Schule gehen durfte. Und dieses Spazierengehen über den Ring am Abend oder über die Alserbachstraße vor 30 Jahren am Abend war schon total überwältigend, weil da gab es Auslagen, die waren erleuchtet und da gab es urviel Zeug drin, unter anderem diese Barbies. Und das war alles total überwältigend. Das war wie New York zur Blütezeit. Und so richtig bewusst geworden dessen, dass das Wien ein bisschen verschlafen ist, bin ich erst mit über 20, als ich nach New York geflogen bin und als ich Paris besucht habe und dann ein bisschen Vergleichsmöglichkeit hatte. Und da habe ich mir gedacht, ja okay, da fehlt noch ein bisschen.
Aber mittlerweile würde ich sagen, ist, ich meine, ich fahre immer noch relativ viel herum, auch wegen meinem Job. Und das ist das, was ich an meinem Job wirklich liebe, dass man ständig neue Aspekte anderer Städte kennenlernt. Aber im Vergleich würde ich nirgendwo anders leben wollen. Ein gutes Schlusswort. Zu der Zeit, als Sie dann New York besucht haben und andere Städte, waren Sie, glaube ich, auch Punk. Auch? Das ist aber ein anderes Kapitel, das wir vielleicht bei einer anderen Gelegenheit noch im Gespräch vertiefen werden. Dazwischen ich, so heißt das neue Buch von Julia Rabinowitsch. Erschienen ist dieses wirklich beeindruckende Buch im Hansa Verlag. Es gibt allerdings eine schlechte Nachricht. Das Buch, es gab einen riesigen Posten draußen am Büchertisch, ist aber schon seit heute Vormittag ausverkauft, muss ich Ihnen leider sagen. Im gut sortierten Buchhandel allerdings erhältlich. Julia Rabinowitsch, wie fühlen Sie sich, wie sind Sie beieinander kräftemäßig? Ich werde jetzt einfach ins Lorenz-Böhler zurückfahren. Sie fährt jetzt ins Lorenz-Böhler zurück. Ich danke Ihnen ganz, Dankeschön. Ganz herzlich. Ich danke auch Theodora Bauer, dass Sie ins Wien-Museum gekommen sind und für diese Veranstaltung uns zur Verfügung gestanden sind. Und Ihnen danke ich für Ihr Interesse. Vielen herzlichen Dank. Applaus